Heute geht's ums Kiefergelenk und zwar, wie du dir selber helfen kannst beim Kiefergelenk, ohne dass es gefährlich wird. Das ist nämlich ein bisschen tricky hier beim Kiefergelenk, weil das etwas kompliziert aufgebaut ist und manchmal kann man bei der Selbsthilfe auch ein bisschen sich Schaden zufügen und das ist beim Kiefergelenk ein bisschen eine Gefahr. Um überhaupt dir selber beim Kiefergelenk helfen zu können, musst du erstmal wissen, wie es überhaupt aufgebaut ist, wo das überhaupt ist, ne? Sonst weißt du ja nicht, wo du massieren sollst oder, ne? Also. Es ist so aufgebaut. Es gibt hier, hast du den Schädelknochen, ne? Hier spürst du hier so dein ganzer Kopf, der Schädel. Und der hat hier so eine kleine Kuhle drin, so ungefähr da, wo das Ohrloch ist, so ein bisschen davor, hier so. Hier ungefähr ist diese Kuhle. Und dann hast du hier den Unterkieferknochen, hier so, der ist ja so gebogen. Und der hat hier so zwei Spitzen im Prinzip. Eine Spitze ist hier, die bildet das Kiefergelenk und dann gibt es hier vorne nochmal eine Spitze, wo auch Muskeln ansetzen und so weiter. Die führt dann hier unter diesen Wangenknochen, da ist die dann versteckt. Wenn du mal den Mund aufmachst, dann spürst du, wie dann diese vordere Spitze rauskommt und die hintere Spitze, die ist eben hier hinten beim Kiefergelenk. Und wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kiefer öffnest, dann kannst du so spüren, wie da so, es fühlt sich an, als würde da was rauskommen. Ne? Das Kiefergelenk ist genial. Wir können nicht nur auf- und zuklappen, sondern wir können auch seitliche Bewegungen machen. Also seitliche Malbewegungen, ne? Dass es so hin und her geht. Schlangen können ja so richtig den Kiefer aushaken, das können wir Menschen nicht. Wir können drehen, dass es im Gelenk dreht, aber wir können auch ein bisschen gleiten, raus, also runtergleiten, so im Prinzip. Ne? Und das ist also genial aufgebaut, sonst könnten wir den Mund nur ganz klein öffnen, nur so. Die ersten 2 mm sind reine Drehbewegung und dann fängt es schon an mit Runtergleiten. Und das, was du da fühlst, was da seitlich rauskommt, wenn du da so reinfasst, das sind die Unterkieferknorren sozusagen, das ist da, wo die Spitze, die wird dann so, die fährt dann runter, die wird aber nicht in echt breiter, auch wenn sich das so anfühlt, sondern die bleibt natürlich gleich in der Form, aber dadurch, dass die eben nach unten geht, steht die plötzlich weiter raus, weil es dahinter sozusagen schmaler ist. Und dieses Runtergleiten, das kann es, weil da so wie so eine kleine Knorpelmütze drauf ist auf dem Kiefergelenk. Also wenn wir einfach nur ganz ein bisschen drehen, dann bleibt die Knorpelmütze hier oben. Und wenn wir aber jetzt noch mit Gleitbewegung machen, dann rutscht die Knorpelmütze mit runter. Und dieses mit runterrutschen, das ist eine geniale Sache. Ein bisschen komplizierter als andere Gelenke, die einfach nur sich zum Beispiel wie die Finger so beugen können. Also was haben wir eigentlich für Muskeln? Wir haben 2 große Muskeln, die einfach nur schließen, die uns helfen, Nüsse zu zerknacken mit den Zähnen oder sowas in der Art. Der große davon ist der Temporalis hier an der Schläfe. Das wusste ich früher auch nicht, dass das natürlich hier ein riesen Kaumuskel ist. Wenn du mal kurz an die Schläfe fasst und mal die Zähne zusammenbeißt, dann spürst du, wie der da rauskommt. Das ist hier Muskelkraft, reine Muskelmasse. Und dann haben wir hier unten noch den Masseter, der ist hier so. Den, wenn du jetzt die Zähne mal zusammenbeißt, spürst du, vielleicht siehst du es sogar, hier, wie der hier rauskommt. Das ist der Masseter. Die beiden sind einfach nur dafür da, zuzubeißen, dass du richtig was zerkauen kannst, harte Sachen kauen. Dann haben wir noch Muskeln, die sind innen drin, die heißen Flügelmuskeln und die können den Unterkiefer rechts und links verschieben. Die schließen ein bisschen und haben aber auch diese Verschiebefunktion, können ein bisschen nach rechts und links ziehen. Der obere von den 3 Flügelmuskeln, der zieht auch an der Kappe und zwar genau im richtigen Moment, damit die Kappe schön mit runterrutscht. Das heißt, wenn da diese Muskulatur durcheinander ist, dann kann es auch sein, dass es ein Problem gibt mit diesem Kappenrutschen und das gibt dann wiederum Probleme mit zum Beispiel Knacken, Ziehen, Schmerzen und so weiter im Kiefergelenk. Das ist meistens ein Kappenproblem, ein Knorpelkappenproblem. Was macht jetzt eigentlich den Mund auf? Wir haben ja hier diesen Kehlkopf und die Muskeln, die hier so verlaufen, die oberhalb vom Kehlkopf sind, Zungenboden und so weiter, die öffnen den Kiefer. Also alles, was so ist, neben der Schwerkraft. Ne? So, das Kiefergelenk ist eine richtig komplizierte Sache, aber für die Selbstbehandlung hilft es eigentlich, wenn du unterscheidest zwischen 2 Arten von Beschwerden. Einmal kannst du einfach ein Kieferpresser sein, dass du einfach schön balanciert und schön ausgeglichen einfach zu viel die Zähne zusammenbeißt. Das wäre der Kieferpresser und das andere ist der Kieferknacker, das ist, wenn es dann Schwierigkeiten nach rechts und links gibt. Wenn du jetzt deinen Mund öffnest und du hast deine Hände hier liegen und du spürst, zuerst mal der eine Knochen geht ein bisschen runter und dann der andere und dann irgendwie kommt das alles, auch beim Hochgehen, der eine ist plötzlich stärker und so weiter oder verschiebt sich noch nach rechts und links und das spricht dann dafür, dass du ein Kieferknacker bist, dann musst du aufpassen mit den großen Dehnungen des Mundes nach rechts und links und dieses ganz große Öffnen solltest du dann auch sehr, sehr vorsichtig gestalten höchstens.